Okay, jetzt sind wir wieder bei Squall. Squall ist auch wieder wach. Da kommt was. Ein Auto. In der Art. Schwebendes Auto. Sieht ziemlich geil aus. Und wen haben wir da? Die Hexe Edea? Ja. Führen Sie uns zu Professor Odin. Erzählen Sie uns zuerst, was Sie hier wollen. Gut. Ich will Elione sehen. Wo ist sie? Elione? Langsam, Squall. Überlass das mir. Steigen Sie bitte ein. Ja, Sie sehen jetzt auch, wie fortgeschritten die Stadt ist. Und alles ist ziemlich Hightech hier. Und da, wo wir herkommen, alles ziemlich, ja, wie soll man sagen? Ziemlich heruntergekommen, mehr oder weniger. Also da, wo wir gelebt haben, also im Ballamt, alles ziemlich einfach. Und hier, wir sehen's. Wir erreichen bald die Residenz. Derb. Wie viele Zimmer es wohl hat. Boah. Das ist die Residenz. Deswegen bin ich hier. Ich brauche dazu Ihre Hilfe. Sie könnten mir helfen, die Hexe der Zukunft aus mir zu vertreiben. Das sei einfach, oder? Wen haben wir denn da? Man müsse nur die beiden trennen. Nichts sei dem Odin unmöglich, oder? Ich bitte Sie darum. Du willst Elione sehen? Wo ist sie? Wir müssen sie sehen. Ihr habt keine andere Wahl. Wenn nicht, werde ich. Ihr wollt mich zur Geisel nehmen? Ihr seid des Wahnsinns. Das ist mir egal. Wo ist Elione? Man möge ihm die Erlaubnis erteilen. Odin werde ihm dies erlauben. Verstanden. Es sei nur unter einer Bedingung. Odin möge dieses Mädchen beobachten. Was meint ihr? Wir müssen sowieso Vorbereitungen treffen, um Elione zu besuchen. Währenddessen dürfen wir das Mädchen beobachten. Einverstanden? Akzeptiere es, Squall. Rühr sie blo aber bloß nicht an. Okay. Sie können sich das Land anschauen. Die Vorbereitungen müssten zu Ende sein. Gehen Sie bitte zum Luna Gate, östlich der Stadt. Nach der Herrschaft der Hexe haben wir 17 Jahre lang versucht, die Harmonie zwischen Menschen und Technik zu erhalten. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl. Dies sei ein äußerst eigenartiges Symptom. Wenn er meint. Das Mädchen bringen wir dorthin. Machen Sie sich bitte keine Gedanken. Gehen Sie zum Luna Gate. Okay, zum Luna Gates. Ach toll, wie komme ich jetzt hier raus? Zum Luna Gate also schon? Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich voll falsch bin. Egal. Genau, ich habe gerade gesagt, zum Luna Gate schon. Ah, da. Ach so, ja. Können wir da schon rein? Nee. Okay, da kommen wir auch erst später hin. Genau. Also was ich damit gemeint habe mit dem Luna Gate schon, heißt, dass langsam so die Mitte der dritten CD angebrochen ist. Ungefähr. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber wir kommen sehr gut voran, storytechnisch. Das heißt, bald dann auch vierte CD. Okay, bald, ziemlich übertrieben.
Wird noch ein bisschen dauern, weil noch viel Gerede kommt, einige Cutscenes, einige geile Stellen im Spiel. Aber irgendwann haben wir es natürlich auch geschafft mit der dritten CD. Dürfte nicht mal allzu lange dauern, ich gebe mein Bestes. Allzu viele Sachen müssen wir nämlich nicht mehr erledigen. Wir haben, ich glaube, wir haben jetzt so, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ich könnte höchstens versuchen, die Waffen für die anderen Leute zu kriegen, aber ja, ich brauche die ganz ehrlich gesagt nicht. Zaubermäßig sind wir auch sehr gut ausgerüstet. Und deshalb fehlt uns eigentlich nichts mehr. Da haben wir noch den Drawpunkt. Nehmen wir mal mit. Eis. Achso, ist Gold. Ach, egal. Wir müssen aus der Stadt raus. Lunar Gate ist östlich, okay. Die Frage, wie komme ich denn hier raus, Mann? Das ist so eine riesige Stadt. Muss ich hier hoch? Wo finden Sie es dann hin? Richtung Stadteingang, Richtung Einkaufszentrum, Richtung innere Straße. Innere Straße. Nee. Dürften wir eigentlich schon richtig sein, oder? Ach Gott, guckt euch das mal an, wie riesig das einfach nur ist. Wo ist der Ausgang? Wo ist er denn? Was haben wir denn hier? Richtung Residenz, Richtung Stadteingang. Ich bin mal gespannt, wo uns das hinbringt. Ah, da oben ist noch ein Drawpunkt, den sehe ich jetzt. Ach, ist wahrscheinlich eh nichts Interessantes. Ah, okay, er fährt uns doch in die Richtung. Ich hatte ihn, er fährt uns wieder rein. Ah, das ist der Ausgang. Na denn. Müssen wir normalerweise hier runter und dann dürfte er draußen sein. Wir gucken uns mal die riesige Stadt an. Das sieht einfach nur gigantisch aus. Das ist wirklich eine gigantische Stadt. Das kannst du laut sagen, Squall. Achso, stimmt ja. Ich muss ja gerade gucken, ob die anderen zwei GF gekoppelt haben. Moment, bevor wir rausgehen. Ja, haben die natürlich nicht. Alfred, Brothers Diabolos. Lassen wir es mal so. Okay, was geben wir ihm? Gegner 0% sowieso. Bin gerade überlegen. Ich glaube, noch Stärke. Ja. Koppeln, Zauber. Wow, auf 8000. Das ist nicht schlecht. Oh, Stärke 120. Bombe. Also ihr merkt schon, ich mache das nicht wirklich mit System, das Ausrüsten. Ist einfach eigentlich auch egal. Also ich gucke halt immer, das Stärkste setze ich sofort ein. Also den stärksten Zauber, den ich finde. Und wenn er noch nicht benutzt wurde, selbstverständlich. Erzengel. Oh, tot. Auch nicht schlecht. Oder Vigra. Noch besser. Elementaren Angriff brauchen wir keinen. Wir nehmen jetzt erstmal für die Verteidigung. Genau. Einmal Shell. Und was nehmen wir denn noch? Protest können wir rein theoretisch noch nehmen. Aqua wäre auch nicht schlecht. Feuer. Ne, nehmen wir Protest, dann haben wir die ersten 3 auf 40%. Klingt nicht so verkehrt. Selfie rein, die kriegt auch nochmal schöne GF. Shiva, Karbunkel, Leviathan, Alexander. Das sind 4 Stück, die sie bekommt. Also von der HP her hat sie am wenigsten.
Oh, 43. Wow, mit Flair auf 77. Wie gerade 72. Hopp, wer kann 72 toppen? Ich glaube gar keiner. Nee. So. Zustand nehmen wir. Ja, mit Medica dürften wir nicht so verkehrt liegen. Auch hier nehmen wir auch nur Abwehr. Shell. Und ich denke mir mal Engel, genau. Damit kommen wir nämlich auf 31% auf allen. Gift, Draw und Zauber kriegt sie. Dann nehmen wir Autotrank, Kontern und Körper 40%. Ja, ich würde sagen, das dürfte so stimmen. Das ist eine kleine Weile gedauert. Müssen wir erstmal das Ding herrufen? Ja. Rent a car. Achso, müssen wir das jetzt machen, oder? Na komm. Wenn wir das Geld sowieso nicht ausgeben, dann können wir uns gleich noch Auto mieten. Warum denn nicht? Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, mit so einem Hightech-Auto zu fahren, dann müssen wir das natürlich rauchen. Wow, das geht da unten. Dass man auf so eine Idee kommen kann, so eine Stadt zu bauen. Oder generell für ein Spiel so zu entwickeln. Ich meine, das Spiel ist ja schon etwas älter. Ich meine, das Spiel ist 1999 erschienen. 2000, ja, so ungefähr. Oh, wir sind ja immer noch in der Ach so, wir sind immer noch in der Stadt. Wo ist denn ein Ausgang? Ah, da. Ja, das ist auch geil, weißt du, wir haben das Auto, fahren halt immer noch in der Stadt rum. So, Luna Gate. Wir haben hier mehrere Anhaltspunkte jetzt im Moment. Pandora Forschungslabor, Hexenmausoleum Estar, Tears Point und Luna Gate. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal Tears Point und das andere Ding an. Ich glaube, bei einem könnten wir noch was erledigen, ganz schnell. Ist die Frage, ob es hier ist. Ups. Gucken wir mal. Also Hexenmausoleum müssen wir jetzt sein. Ich weiß nicht, ob es hier ist. Mal schauen. Oh, ein Drop-Punkt. Stopp. Red Squall. Ja, aber man sieht schon, wir dürfen hier anscheinend auch nicht rein. Halt, stehen bleiben. Okay, halt nicht. Ne, dann gehen wir mal Richtung Tears Point. Irgendwo können wir noch was machen. Mal gespannt. Schnell wieder ins Auto einsteigen. Wir brauchen die Karte. So, Tears Point. Tears Point. Der hier? Oder ist das schon Luna Gate? Ne, das ist Luna Gate. Tears Point ist weiter hier unten. Da ist er.